Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Heute gibt es mal eine ganz andere Art von Video, werdet ihr gleich sehen. Wir machen heute Camembert vom Grill. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Ja, und das sind unsere Zutaten für den Camembert vom Grill. Wir brauchen zwei Camemberts, eine rote Zwiebel, ein Esslöffel Olivenöl, zwei Nektarinen, ein Esslöffel Honig, den Saft einer halben Zitrone, Salz und Pfeffer, eine Packung Bacon, sind ungefähr 8 Scheiben. Ja, und optional legen wir nachher noch einen Pfirsich auf den Grill zur Deko. Wenn ihr nicht wollt, könnt ihr den weglassen. Bleibt euch überlassen. So, dann machen wir uns mal an die Arbeit. Ja, als erstes hacken wir unsere Zwiebel klein und unsere Nektarinen schneiden wir in kleine Stücke. In einer kleinen Pfanne erhitzen wir jetzt unser Olivenöl. Dann geben wir unsere Zwiebeln dazu und dünsten diese glasig an. Jetzt kommt unser Honig dazu und wir lassen unsere Zwiebeln jetzt ein wenig karamellisieren. Nun löschen wir alles mit unserem Zitronensaft ab und lassen den ein wenig einreduzieren. Anschließend geben wir unsere Nektarinenstücke dazu. Jetzt wird alles nochmal gesalzen und gepfeffert und anschließend beiseite gestellt. Ja, die Anna hat in der Zeit unsere Camemberts vorbereitet, das heißt, sie hat sie mit dem Bacon umwickelt. Ja, und dann können wir jetzt raus an den Grill. Unser Grill habe ich auf 160 Grad eingeregelt. Unsere Camemberts werden von jeder Seite ganz kurz angegrillt. Danach mache ich eine indirekte Zone und es dauert ungefähr 20 Minuten, dann sollten sie fertig sein. Nach 20 Minuten sieht unser Käse jetzt so aus, er ist fertig. Ihr seht, es läuft schon. Kleiner Tipp, wenn ihr eine habt, nehmt eine Grillmatte. Ich hatte leider keine mehr zur Verfügung, also bleibt mir nichts anderes übrig, als morgen wieder sauber zu machen. Nichtsdestotrotz werden wir es uns jetzt schmecken lassen. Wir wünschen euch guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen. Kochkanal. Ja, wie ihr gesehen habt, eine total leckere, aber auch wirklich sättigende Sache. Die Kombi von Camembert, Nektarinen, Bacon ist schon ziemlich heftig. Also ich habe meinen Camembert nicht ganz geschafft, Anne gerade mal so. Solltet ihr unbedingt ausprobieren, ist eine total leckere Sache. Probiert es einfach aus, ihr werdet es nicht bereuen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch da lassen, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts, würden wir uns sehr darüber freuen. Ja, und wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal, würden wir uns auch freuen. Bis dahin noch, schönen Sonntag, bleibt gesund, tschüss. Kühnes Kochkanal.